Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in der Halle 50 der Domag Ateliers und ich möchte Ihnen heute einen Motor vorstellen. Also die Frau Stenzel wurde mir als Motor für eine Ausstellung vorgestellt. Frau Stenzel, wie ist denn das so, wenn man so als Motor dann eingebraucht wird? Ist es eher Regel bei Ihnen oder ist es doch etwas Außergewöhnliches? Ist es das erste Mal vielleicht sogar? Also ich habe mich selber eingebracht, muss ich dazu sagen, mit meiner Kollegin Agnieszka Kaszubowska. Wir sind beide ziemlich neu hier im Domag Ateliers und es wird hier immer selbst veranstaltet, diese offenen Ateliertage. Und dieses Jahr haben wir beide uns entschlossen, wir packen das an. Also wir hatten noch Unterstützung von einer Layouterin, die hat die Flyer gemacht, Sam Wimmer macht die Presse und viele andere Helfer, Hanne Kroll die Musik. Und wir haben hier aber die Halle organisiert, indem wir einen Kurator eingeladen haben. Mhm. Das erste Mal war es nicht. Wo kommen Kuratoren her? Wo gibt es die? Wo gibt es Kuratoren? Wissen Sie, Kurator, jeder kennt den Namen, aber wo kriege ich jetzt ganz schnell einen Kurator, wenn ich ihn brauche? Noch dazu jemand, der nicht nur so heißt, sondern auch was kann. Indem man zuvor erstmal Kontakte knüpft und den irgendwie kennt. Indem also man jemanden kennt. Warum nicht? Beim Obi gibt es den auch nicht. Ne? Was muss der Kurator eigentlich können? Ich vermute, dass der mal erstmal eine gewisse Reputation braucht, damit er von den Künstlern überhaupt akzeptiert wird. Mhm. Dass der sagen kann, das hängen wir jetzt so und so. Oder in dem Kontext schaut es besser aus. Also den Kurator hier, Martin Leider-Pritzkopf aus Düsseldorf, kennen wir zum einen, weil er hier schon mal vor ein paar Jahren eine Ausstellung organisiert hat, München Düsseldorf, so ein Austauschprojekt und auch hauptsächlich durch sein Buch Das Kunstkaufbuch, in dem er auf die Qualitätsmerkmale der vor allem modernen Kunst eingeht, was uns angesprochen hat, weil wir wollen hier qualitative Kunst des Hauses zeigen. Natürlich, das muss ich vorab sagen, hier haben sich nur etwa weniger als die Hälfte gemeldet für die Halle. Viele machen halt, gestalten ihr Atelier, also es soll nicht falsch verstanden sein. Ich verstehe es schon, ich verstehe es gut. Aber was jetzt mich für eh interessiert ist, wenn man dann sich so einen Kurator einlädt, dann lädt man sich ja praktisch selbst und die eigene Kreativität aus. Jetzt sind Sie der Motor, aber nicht der Kurator, verstehen Sie? Naja, wir hatten hier in den Domag-Ateliertagen, also ich bin, wie gesagt, erst seit zwei Jahren etwa hier, oft die Konstellation, dass die Künstler sich selber organisiert haben und dann selber eine Ausstellung gestaltet haben. Und wir wollten jetzt explizit einen Kurator holen, und zwar von außerhalb, also nicht aus München, sondern ein Blick von außen, also nicht innerhalb dieser Münchner Kunstszene. Damit da nicht der Vorwurf aufkommt, die hat bloß wieder ihre Freundin aufgehängt und sonst keinen. Und Ihre eigenen Werke, wie bringen Sie dann die bei den Domag-Ateliertagen ein? Die kommen dann erst das nächste Mal dran, oder was? Nein, also die Domag-Ateliertage, die offenen Ateliertage, sagt ja schon, alle Ateliers hier oder so etwa um die 70 bis 80 von 100 haben die Türen geöffnet vom 10. bis zum 12. Juni. Und hier in der Halle ist halt nur diese kuratierte Ausstellung. Also ich habe mein Atelier auf. Ich verstehe. Damen und Herren, machen wir eine kleine Pause und dann holen wir uns noch den Kurator und schauen uns den ein bisschen an. Lassen wir uns von dem was erzählen und bei Ihnen bedanke ich mich einstweilen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir sind also heute in der Halle 50 der Domag Ateliers, wo am kommenden Wochenende die Domag Ateliertage stattfinden. Und der Leier Pritzko ist Kurator, der da auch sein Schärflein dazu beitragen darf. Sagen Sie mal, kennen Sie die oder kannten Sie diese Domag Ateliers schon vorher oder sind Sie zum ersten Mal da? Ich kannte sie schon vorher, weil ich eben Einzelkünstler auch aus diesen Ateliers hier kenne. Und ich war begeistert von der Idee dieser Ausstellung, dass mal die Künstler sich den Kurator suchen. Historisch gesehen war es ja in den letzten 20 Jahren so, dass die Kuratoren sich eine Idee überlegt haben und gesucht haben, welche Künstler passen dazu. Also wo der Kurator sozusagen sich das Kunstwerk strickt mit den Künstlern. In diesem Fall haben sich mal Künstler einen Kurator gesucht. Und das erinnert mich an eine eigentlich alte Idee aus der Literatur bzw. aus dem Theater von Luigi Pirandello, wo sich 6 Personen einen Autor suchen. Und der dann über sie praktisch ein Buch schreibt, oder was? Nein, sondern
Der Autor ist eben derjenige, der vermittelt. Ah, ja. Und das ist ja ein Kurator auch. Aha, verstehe. Und so kamen wir zu der Idee, eben den Künstlern die Chance zu geben, sich bei dem Autor respektive Kurator zu bewerben. Daraus sind dann Werke ausgewählt worden, aber nicht nach Namen von Künstlern, sondern ich habe mir 21 Künstler ausgesucht, die ein oder zwei Kunstwerke zeigen, weil es mir um die Kunst geht. Ja, wie sie zusammenpasst oder wie sie ein harmonisches Ganzes bauen. Ja, um ein eben harmonisches Ganzes zu konzipieren, um eben damit zu zeigen, dass es eben nicht um Labels, Namen oder wie es heute gerade ist, ein Buch erschienen von einem Kollegen von mir, der den Begriff Siegerkunst, Siegerkunst artikuliert. Das ist ein Drittes Reich, oder was? Ja, das hört sich fast etwas schlimm an. Die Siegerkunst ist die Kunst, die entsteht, weil bestimmte Leute mit finanziellen Möglichkeiten sich ihre Kunst zusammenbacken. Also die Macht der großen Sammler. Sagen wir genau da, wo ich eigentlich hin will. Wo sind Sie her? Aus Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Düsseldorfer. Na, weil bei uns in Bayern gibt es doch dieses Wort, wer zahlt, schafft auch. Wer bezahlt, schafft, der gibt die Anweisungen. Ja. Verstehen Sie? Deshalb die Frage, wer bezahlt normalerweise einen Kurator? Weil das, was Sie hier machen, Sie sollten irgendwie da nicht ins finanzielle Hintertreffen geraten, sondern Sie müssen auch irgendwie ein Brötchen kaufen. Verstehen Sie? Ich muss auch meine Brötchen kaufen, das ist richtig. Und da ist eben Geld zusammengelegt worden von Künstlern von der Stadt München, dass eben so eine Ausstellung stattfinden kann. Also das läuft dann unter der Idee Kulturförderung. Aber es steht eben kein großer Sammler dahinter oder kein großes Museum, die bestimmte Interessen verfolgen. Und das ist eben ein schöner, spannender Ansatz, mal eben die Kunst wieder in den Vordergrund zu treten, nicht eben auf Namen, auf Labels zu gucken, wer stellt jetzt gerade aus, sondern den Leuten die Chance zu geben, mal interessante Kunstwerke zu sehen, das in einem neuen Kontext. Ja, jetzt habe ich auf Ihrer Karten gelesen, Sie waren mal an einer Akademie in Venedig, auch Lehrbeauftragte. Ja, ich habe 10 Jahre da unterrichtet. Ja, Wahnsinn. Wie ist denn so die künstlerische Szene, wenn man so vergleicht, Norditalien und Süddeutschland? Gibt es da große Unterschiede? Ist es sehr unterschiedlich oder nähern sich so gewisse Dinge an? Nein, das Problem in Italien, gerade mit der Gegenwartskunst, ist trotz Biennale und große Sammler haben jetzt ja in Venedig auch ihre eigenen Museen aufgebaut, ist, dass die Gegenwartskunst in Italien nicht unterstützt wird. Also sie haben es noch schwieriger, die italienischen Künstler als deutsche Künstler ihre Kunst in die Welt zu bringen. Also nicht nur wegen des Preises, also sie kriegen oft sogar nur den Materialpreis bezahlt, was natürlich entsetzlich ist. Also die Künstler zahlen drauf und erst in den letzten Jahren ist auch in Italien der Gegenwartskunstmarkt oder die Gegenwartskunst hat mehr Aufmerksamkeit bekommen durch eben diese großen Sammler, die aber natürlich wieder, ob nun man es Siegerkunst nennt oder Dogenkunst, versuchen Einfluss zu nehmen. Und dann ist natürlich ein Ort wie dieser hier wichtig. Also in Italien gibt es das in der Form nicht, aber in Deutschland gibt es ja eben viele Ateliers oder Ateliergemeinschaften, wo eben Kunst abseits des Marktes entsteht, die aber eigentlich beachtenswert ist, wenn man bereit ist, sich die Kunst anzuschauen. Ja, es ist halt auch so, wenn man sich zum Beispiel mal einen Baum anschaut, dem der Wind so richtig heftig auf die Kante bläst, der wird vom Habitus, von der äußeren Erscheinung viel interessanter als irgend so ein Stangenholz, das mitten im Wald einfach nach oben wachsen kann. Verstehen Sie? Manchmal ist es ja nicht unbedingt schlecht, wenn man so ganz heftigen Gegenwind auf seinem Lebensweg verspürt. Verstehen Sie? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Mehr gesellschaftlicher Prozesse oder bürgerlichen Denkens, dass der Künstler immer arm sein muss und mit einem Strich nicht so viel verdienen darf, wie einer, der eben ein Haus baut in einem Jahr. Ja, ja, ist eine Mehr, nein, oder? Das ist eine Mehr. Also, man hat ja auch immer gerne Van Gogh für einen armen Künstler gehalten, ja, was aber ein Irrtum ist. Ja. Van Gogh war der Neffe des erfolgreichsten Kunsthändlers seiner Zeit in Holland. Er wollte nur nicht mit dem zusammenarbeiten und ist lieber ins Bergwerk nach Liège gegangen, um seinen christlichen Glauben da zu predigen. Das ist dein Sendungsbewusstsein. Jetzt, vielleicht nur ein bisschen konkret jetzt. Entschuldigung, bitte, wenn ich so blöde Fragen stelle. Aber warum hängen Sie so ein großes Bild neben so ein kleines Bild? Da hat es doch das kleine Bild total schwer. Warum hängen Sie das große Bild nicht ein anderes großes Bild als es? Es gibt auch Situationen, weil es eben nicht um die Größe geht, wo auch das große Bild runterfällt, weil ein kleines, gewichtiges daneben hängt.
Also die Größe allein, das ist eben ja auch ein Thema unserer Zeit. Ja. Heute wird ja, weil die Museen so groß sind, müssen die Kunstwerke groß sein. Alles muss ja XXL sein. Ja. Oder Blockbuster oder welche Worte man auch immer verwendet. Und ich wollte eben bewusst machen, dass man, ob nun klein oder groß oder mittelgroß, das sind ja alles nur eher mittelmäßige Formate, dass es auf das einzelne Kunstwerk ankommt und in welchem Dialog steht es mit dem Kunstwerk drumherum? Gibt es einen Dialog? Und das ist sozusagen das Experiment hier, das zu zeigen. Das ist eigentlich, so gesehen aus meiner Sicht, bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, eine schöne Ausstellung, weil in einem überschaubaren Raum 21 verschiedene Positionen gezeigt werden, was man normalerweise eigentlich nur in einem Museum sieht, wenn es sich um die alten Meister handelt. Hier haben wir also sozusagen junge Meister, die sich versuchen, in einen Dialog zu testen. Und das ist eigentlich eine schöne Herausforderung. Das ist ja also ein Gegensatz. Also hier zum Beispiel dieses Objekt da von dem Japaner, der hier mit viel Fleiß und unwahrscheinlicher Akribie so dreidimensionale Optik in den Raum zaubert. Und dann etwas weiter links, der Kameramann, wenn du es mir hinschenkst, da hat einfach einer einen Stuhl auf den Tisch drauf genagelt. Verstehst du? Ja, aber es ist eben kein normaler Stuhl, es ist kein normaler Tisch, wenn man genau hinschaut. Und eben auch diese Angelschnüre, die sich da zu einem Kunstwerk zusammenaddieren, zeigen eben auch einen neuen Blick auf etwas. Mhm. Und das ist immer das Spannende in der Kunst, das wird heute vergessen. Es geht darum, für den Künstler seine Sicht, seinen Blick auf die Welt zu zeigen. Und wenn er es schafft, einen neuen Blick zu zeigen, dann besteht die Chance, dass wir es mit einem interessanten Kunstwerk zu tun haben. Ich denke, du hast was kapiert. Wir bekommen durch das Kunstwerk den Blick des Künstlers auf die Welt präsentiert. Ja, also welcher Künstler das schafft, einen eigenen neuen Blick zu zeigen, das ist interessante Kunst. Okay. Und nicht, ob es XXL ist oder nicht, das ist nicht wichtig. Bedanke mich. Gerne. Damen und Herren, nachvollziehbar, wie gesagt, jetzt am Wochenende auf den Domag-Atelier-Tagen. Sie können in dieser Halle 50 sich selbst mal anschauen, was Sie heute schon gesehen haben oder dann gemessenen Schritts die Ateliers beschreiten. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.